Jo, schönen guten Abend. Abend. Der Ivan und ich, wir begrüßen euch zum heutigen Bodycross Workout. Jawohl. In der Konstellation gab es uns noch nicht. Das erste Nein. Mal, dass wir heute zusammen trainieren. Wir freuen uns drauf und will auch nicht lange rumquatschen. Wir gehen gleich zur Tafel. Ich erkläre kurz das Warm-up. Es dauert 7 Minuten. Eine Minute anfersen oder Buttkicks, dann eine Minute Ausfallschritte mit Rotation, also das war die Geschichte, Ausfallschritt nach vorne und dann quasi den Oberkörper drehen. Eine Minute Sit-ups, eine Minute die Raupe, quasi auch aus dem Stand nach vorne tapsen mit den Händen, ein Liegestütz und wieder zurück. Eine Minute Lunges und dann noch 2 Minuten Jumping Jacks. Core und Workout zeige ich dann später. Dann mach das nochmal vor, oder? Kurz nochmal, ja. Also wie gesagt, anfersen oder Buttkicks, 1 Minute lang, dann Ausfallschritt mit Rotation, dann Ausfallschritt und dann, wenn man quasi rechts nach vorne geht, dann Oberkörper nach rechts drehen, zurück, Ausfallschritt links, Oberkörper und wieder zurück. 1 Minute, dann 1 Minute Sit-ups, klar, brauche ich wahrscheinlich nicht mehr zeigen. Glaube ich auch nicht. Raupe aus dem Stand, gehen wir quasi, tapsen wir nach vorne, machen einen Liegestütz, tapsen wieder zurück und das gleiche von vorne. Dann 1 Minute noch natürlich die normale Lunges und dann 2 Minuten noch Jumping Jacks. Jumping Jacks. Yes. 7 Minuten, dann ganz immer warm. DJ ATX macht ja. Bestimmt eine coole DJ. Mucke. Oh,
durch. Okay. Komm die Haupte. Okay. Sascha, wie viel haben wir drin im Check? 10, 12. Sehr gut. Also nochmal hallo, ich glaube, vorher im Start waren es nur 6. Kamen ein paar dazu. Ja, das war gut. Mal auslassen, ne? So dieses unabsichtliche zu spät kommen. Lag an der Mutter. Genau. Okay, trinken also kurz was. Ich erkläre euch gleich den Core-Teil. Den machen wir im Tabata-Rhythmus. Und zwar
sind es drei verschiedene Übungen. Also wir machen dreimal Tabata. Sascha, mich mal rankommen an die Tafel. Okay. Gleich die Uhr kurz eingestellt. So. Okay. Also. Drei verschiedene Tabata-Runden machen wir. Also in Summe geht es im Prinzip 12 Minuten. Das heißt, wir machen die erste Übung Plank Shoulder Touch. 8 Runden durch, dann kurz verschnaufen und dann als zweites Tabata ist dann ein Side Crunch, links, rechts im Wechsel, zeige ich gleich noch. Und der dritte Tabata-Block ist quasi die V-Ups. Okay? Okay, mal zeigen. Ja. Also, Plank Shoulder Touch, denke ich, kennen die meisten. Das heißt, wir gehen in die Liegestützposition. Hinten die Beine dürfen gerne ein bisschen breiter stehen. Jetzt versuchen wir dann fest im Core zu sein und macht es schön langsam, also nicht hier so schnell, sondern versucht wirklich schön langsam Körperspannung die 20 Sekunden das zu machen. 10 Sekunden Pause und das dann quasi 8 Runden. Als zweites Side Crunch. Habe ich es jetzt genannt. Ich würde immer so auf Plank machen. Okay, machen wir heute mal was anderes. Wir legen uns im Prinzip seitlich hin. Jetzt nicht ganz komplett seitlich, sondern schon so leicht gedreht, wie wenn wir so einen seitlichen Crunch machen können. Und jetzt gehen wir quasi mit den Beinen und mit dem Oberkörper hoch, dass wir hier seitlich die Belastung haben. Das heißt, erste Runde bei mir ist rechts. Zweite Runde machen wir dann quasi links, quasi immer im Wechsel, so haben wir dann quasi viermal rechts und viermal links. Links, ja. Und der dritte Block sind die V-Ups, ich denke, die haben wir schon sehr oft gemacht. Also entweder diese Variante, wenn das zu schwer ist, der kann auch Sit-Ups machen oder auch Crunches, ja, möchte. Okay. Sehr schön. Okay? Ja. Alles klar, machen wir uns mal ready. So, die Chart legt ein bisschen Tempo hochziehen, dann geht es in 10 Sekunden los. Jawohl. Viel Spaß. Viel Spaß euch. Ja, viel Spaß. Geht in 5 Sekunden los. Mit Plank Shoulder Touch. Und los geht's. Runde 1 geschafft. Darf ich machen für Runde 2? Und los geht's. Runde 4.
Versucht wirklich Körperspannung, nicht so arg wackeln mit dem Rumpf. Okay, Halbzeit. Ja. Fertig machen. Und Runde 5. Los geht's. Los geht's! Okay. Vorletzte Runde. Ja. Fertig machen. Runde 7. Los geht's! Okay, letzter Durchgang. Okay, fertig malen, Runde 8. Los geht's, letzte 20. Kommt nochmal. Okay. Sehr gut. Hui. Sehr gut. Runde weiter. Jetzt mal kurz eine Minute durchlaufen. Wir können was trinken. Seitlichen Crunches. Das heißt, ihr legt euch auf die Seite und einen Arm so nach vorne. Und dann geht im Prinzip Oberkörper und Beine hoch. 10 Sekunden geht's los. Fertig machen. 3, 2, 1 und go. Okay, Wechsel, andere Seite. Okay, los geht's. Okay, wieder Wechsel, Runde 3. Fertig machen, 2, 1 und los geht's. Pause. Oder Wechsel.
Pause kann man es nicht nennen, oder? Pause kann man es nicht nennen. Okay. Das ist eher nur ein Wechsel. Sag ich mal halt. Und los geht's. Wenn es zu schwer geht, dann kann man auch gerne hier die Hände abstützen, ein bisschen mehr. Und durch. Halbzeit. Und wieder Wechsel. Fertig machen. Los geht's. Runde 6. Fertig machen. Los geht's. Runde 7. Das letzte Mal diese Seite. Los geht's. Okay, letzte Runde. Schön. Die machen 2, 1 und los geht's. Ich habe jetzt hier die Hand cooler aus. Kannst du? Die Hand hier oben cooler. Kommt cooler rüber. Cooler? Ja. Ja, cool. Also definitiv die attraktivste Runde. Sehr gut. Okay. Lassen wir die Uhr mal nochmal durchlaufen, zweimal. Jeder kann kurz was trinken. Jawohl. Dann kommen jetzt gleich die Vias. Okay, geht's in 20 Sekunden los. Mit den V-Ups. Noch 10. Wieder. Geschickt. 5. 2. 1. Und los geht's. Pause. Runde 1. Jetzt muss man ja Pause sagen. Jetzt? Ja. Positionswechsel kann man jetzt nicht. Okay, Runde 2. Fertig mal. Los geht's. Wer nicht mehr kann, der kann ruhig mal an die Beine ranziehen und kurz hier halten, hat ein bisschen Entlastung. Runde 3, los geht's! Pause.
länger rennen. 2, 1, Runde 4. Geschafft. Das Witzige ist, im Workout kommt auch nochmal Bauch dran. Aber ja, das nicht so. Das hier ist ein cooler Tricks, ne? Trink kurz was. Ah ja, das war's. Ja. Hab ich jetzt schon gemerkt. Okay, trink schön was. Okay, Sascha, bist du auf der Tafel, ne, gell? Und ich gehe. Okay, während wir alle verschnaufen, zeige ich mal das heutige Workout, was aus drei Blöcke A, B und C besteht. Wir machen jeden Block 7 Minuten und machen zwischen jedem Block, würde ich sagen, ein, vielleicht höchstens zweimal gucken, wie wir uns fühlen. Ja, also, Vorteil, aber geil. Danke. Ja, sehr geil. Gut. Leider geil. Okay, also, im Prinzip machen wir das Workout 7 Minuten lang immer wieder einmal durch und fangen wieder von vorne an. Soll ich schon A nur zeigen und dann B und C zeige ich nachher, oder? Ich will noch A auf Zeit, oder wie? Ja, es geht auf 7 Minuten A. Okay, dann machen wir eine 2 Minuten Pause, dann 7 Minuten B. Das wird zu viel. Und 7 Minuten dann noch C. Alles auf Wiederholungen dann, die, jede Übung. Und, genau, wer möchte, kann sich vielleicht kurz abfotografieren. Ja, es sind schon ein paar Übungen, ja, die sich ja immer wieder abwechseln. Und die Wiederholungs... Gut, abschreiben. Ja, warten, so 20 Sekunden warten wir. Ich habe auch nicht länger gebraucht zum Hinschreiben. Okay, also Prinzip, denke ich, ist klar. Ich mache kurz die Übungen vor. Also für Workout A. A. Für
oder eins. Wie Athletic Fitness. Athletic Fitness Reverse Lunges. 30 Stück. Also quasi 1, 2 bis 30. Ja, für Marco wird es pro Seite. Insgesamt 30, Marco. Ja. Marco macht 30 pro Seite. Jawohl. Okay. Weighted. Liegestütze 5. Gerne, wer möchte, mit Hand Release. Dann kommt wieder 30. Mountain Climber. 1, 2, 3, 4, 5. Oder für Marco 30 pro Seite. Dann wieder 5 Liegestütze. Das wäre quasi Block A. Dann wieder von vorne. 7 Minuten lang. Ja. Block B mache ich jetzt mal auch schon vor. Also wir fangen an mit Burpees. 3 Stück. 3 Mal. Danach kommen 10 Sit-Ups. Wie ich gesagt habe, es kommt nochmal. Bauch, 10 Sit-Ups, dann wieder 3 Burpees, dann 10 mal den Leg Lever, die Geschichte hier, also entweder ohne die Hüfte nach oben schieben oder mit, das bleibt jedem selber überlassen. Für Leg Lever Raise oder nicht? Ja, wer möchte. Ja. Dann wieder 3 Burpees. Burpees, was war wer hätte das gedacht? Was war das nochmal? Burpees war Burpees. Und danach Plank to Push-Up, 10. Also, 1, 2 bis 10. Dann fangen wir auch wieder von vorne an. 7 Minuten lang. Und Block C. Dann wieder was für den Rücken eingebaut. Ich habe es jetzt mal Back-Up genannt. Ich versuche es mal so zu zeigen. Legt euch auf den Rücken. Ellenbogen eng am Körper. Und die Ellenbogen, die drücken jetzt in den Boden rein. Und dann kommt euer Oberkörper hoch. Ihr merkt dann, wie der Latissimus sich anspannt. 5 Mal. Ich zeig's mir auf die Seite. Ja, das ist schon bei C. Lass mal, muss aufpassen. Ich musste mal auf jeden Fall. Okay, ein bisschen chatten. Okay. Also von der Seite, wirklich, also kommt nicht mit dem Oberkörper, also mit dem Bauch hoch, sondern drückt wirklich einfach nur euren Ellenbogen oder eure Ellenbogen in den Boden. In den meisten Fällen 2, ja. Bogen im Boden. Quasi 5 Stück. Dann machen wir Squat-Jumps 10. Dann machen wir wieder dieses Back-Up 5. Dann machen wir Hüft-Hip-Ups. So eine kleine Erholungsübung 15. Dann wieder 5 Back-Ups. Und dann 20 Skater. Skaters. Okay. Also ihr habt es gesehen, Stückzahlen sind im Prinzip gleich oder erhöhen sich. Also Workout A 30, 5, 30, 5. Workout B 3, 10, 3, 10, 3, 10. Ja. Und Workout C 5, 10, 5, 15, 5, 20. Ja. Okay. Wir fangen also an mit diesen Reverse Lunges. Also Block A, 30, Block A, genau. Push-Ups 5, Mountain Climbers 30, Push-Ups 5. Wieder von vorne. 7 Minuten. 7 Minuten. Seitlich sieht es sehr gut aus. Ja, Pause. Ich musste die technischen Probleme der Mitglieder zu Hause auch sogar lösen. Aber es war dann doch, dass der Fernseher kaputt war bei jemandem. Wie das war, Max, ne? Das war bei mir beides so. Oder Sit-Ups, irgendwie nach der. Nach dem zweiten Teil des Sit-Ups, so, okay, setz mal aus, nein. Okay, das heißt soweit. Sehr schön, sind Sie wahrscheinlich DJ! Okay, 10 Sekunden jetzt los, wir fangen an mit den Reverse Lunges. Gucken wir, dass wir noch ein bisschen so ja. Okay, los geht's. Okay. Thank you.
30. Recht. Okay, 5 Push-ups. Mit Hände links. Mountain Climber aus 30. Okay, das war eine Runde. Und von vorne. Thank you.
noch fertig. Okay, yes. Erste Block geschafft. Eure Übung fertig und verschnauft dann. Würdest du mal kurz deinen Schritt haben? Ja. Ja, so. Also, Block A habt ihr geschafft. Also wir hatten, das kam in die fünfte Runde, glaube ich. Ja. Ihr braucht übrigens nicht auf uns warten, aber ihr dürft, wenn ihr schneller arbeiten könnt, ruhig die Dinger mehr raushauen. Deswegen sage ich nochmal jetzt den B-Part. Vielleicht wollt ihr es tatsächlich aufschreiben, wobei es ist nicht schwer zu merken. Wir machen 3 Burpees. Danach kommen 10 Sit-Ups. 3 Burpees. 10 Leg-Lever. 3 Burpees. 10 Plank zu Push-Up. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, der fordert uns ein bisschen mehr jetzt, der Block. Schauen wir mal. Also vom Feeling her. Mal schauen. Ob uns der Block? Ja, vielleicht ein bisschen heftiger wie Block A. Schauen wir mal. Dürft ihr ja gerne reinschreiben. Genau. In welche Block ihr eigentlich besser fandet oder eher, sag ich mal, anstrengender. Ja. Okay, durchziehen. Ja. Okay. Freunde! Okay, sit-ups.
Push-ups. Okay, noch 2,20. Und jetzt kommt Runde 2. Starten wir noch. Was geht los? Wollen wir starten? Let's go. Sit-ups. Okay, verschnauf kurz, wir machen 2 Minuten Pause, ungefähr. Oh, man sieht man ja nicht. Normal darf man gar keine Pause machen. Dann machen wir auch weiter, ja. Okay. Also, 2 Drittel geschafft. Sehr gut, letzter. Also, wir haben 3 Runden geschafft. Und ruhig reinschreiben, ob ihr was auch gepackt habt oder sogar mehr. Okay, ihr seht, ich bin völlig außer Atem. Okay, Block 3. Im Prinzip machen wir hier jetzt, wahrscheinlich auch wieder ein bisschen auf die Pumpe gehen, aber haben wir diese Übung für den Rücken, die versucht ihr wieder schön langsam zu machen, nicht auf Tempo, also wirklich kurz Ellenbogen abdrücken, kurz halten, wieder runter, 5 Mal. Dann dürft ihr Gas geben mit Squat-Jumps 10 Mal, dann wieder mit dem Rücken 5 Mal diesen Backup, dann Hüfte heben 15, ich arbeite so ein bisschen zum Entspannen, bis dann wieder der Backup kommt 5 Mal und am Schluss nochmal die Skater 20 Stück. Nice. Ja, nochmal 7 Minuten bis zum Wochenende. Vielleicht ein bisschen mehr. So 98, oder?
knapp unter 100. Okay. Das kann ich gleich sagen. Okay. Wir würden gechillt auf dem Boden anfangen mit diesen Backups. Also ich zeige es nochmal, bevor es losgeht. Also wirklich eng am Körper, den Ellenbogen und die Ellenbogen. Und dann drückt ihr wirklich, wenn ihr den Boden wegdrücken wollt. Kurz halten, 5 Stück. Okay? Ja. Josef. Nochmal 7 Minuten. Letzten 7. Godfather. Let's weekend. Mach jetzt eine letzte 7 Minuten. Es geht gleich los in 5 Sekunden. Let's stop up. Viel Spaß. Yes. Möchte, darf auch gerne ein Bein anheben, wenn das etwas zu leicht geht, dann im Wechsel quasi. Hast du jetzt mitgezählt, Ivan? Okay. Okay. Backup? Ja. Okay, mach runter eins. Ja.
45. Wir krabbeln dahin. Wir krabbeln mal zum Mikrofon. Okay. Ivan, war's okay? War geil. Was war für dich am... Welcher Block war für dich am heftigsten? Heftigsten? Ich weiß nicht, heftig, schwer. Beim Block A war es die doch starke Belastung in den Schultern. Ah, ja. Dann Push-Ups, Wankenkleibers, dann gleich wieder Push-Ups. Fand ich richtig gut. Also B, wirklich ein bisschen Kreislauf hoch, Puls hoch. Ja. Und der C war. Aber der ging, gell? Der war schön, ja. Ja. Das war, also ich fand's. Der Chorteil, der war richtig geil. Vor allem der dritte Teil, die V-Ups dann. Ja, die haben wir gemerkt, das stimmt. So also ab Runde 4, 5. Block C war für jemanden zum Beispiel das Favorit. Ja. Okay. Ja, sehr gut. Ja, genau. Ich fand auch den B, den fand ich ein bisschen anstrengender wie A, wobei beide. Für mich jetzt anstrengend war an der C, da war jetzt ein bisschen smoother. Hätte eine Weile machen können. Die Squat-Jumps waren, genau. Die taten jetzt noch langsam weh. Ja. Und B geht einfach der Puls hoch, die Burpees, ist klar. Jedenfalls. Aber eine ganz geile Kombi, nicht? Wir hoffen, richtig geile dass Kombi, ihr Spaß hattet. Ja. Wir hatten es auf jeden Fall. Kommt gut ins Wochenende. Schönes Wochenende vor allem. Bleibt gesund, bewegt euch, so gut wie es geht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und dann sehen wir uns am Montag, 18 Uhr. Bist du da? Athletic Fitness Lab. Nein, André ist da. Ich war. Le DJ und Master Coach André sind am Start am Montag 18 Uhr. Ich bin am Freitag für euch wieder da. Da bin ich und Philipp. Aber auf jeden Fall, also. Step by Step, nächsten Montag 18 Uhr.
Macht's gut. Ich hoffe, dass ihr dabei seid. Ihr seid dabei, gell? Macht's gut, schönes Wochenende. Ciao. Ciao, Leute. That's really good.